Leute, herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, und vorab, ich habe ein paar Mods diesmal installiert. Und zwar, Moment. Wo sammeln sie? System, Mods? Ja, Skyrim Flora. Flora. Nochmal. Skyrim Flora Overhaul. So, jetzt heißt. Und den Realistic Water 2. Ja, bin ich mal gespannt. Ob es auffällt. Also das Wasser sieht schon ein bisschen besser aus, wie ich finde. Und dann habe ich noch zwei Mods. Zum einen anderes Menü. Endlich mal ein bisschen übersichtlicher. Und dem einen oder anderen fällt es vielleicht auf, die Schriftart hat sich geändert. Da bin ich noch nicht sicher, ob ich es behalten möchte. Das ist erstmal testweise. Na gut. Was haben wir zu tun? J. Der Vermisste, bla bla bla, sein Bruder ist nun gefangen, bla bla. Ah, Kopfgeld wollen wir uns abholen. Ja. Rotverdrohnen, sprich mit den Graubärten. Nesselfluch. Holen wir uns erstmal das Kopfgeld. Und dann habe ich vor, innerhalb dieser Aufnahme ein Haus zu kaufen. Ich habe nicht auf mein Geld geguckt, aber es klappt bestimmt. Jetzt haben wir 5000. Es klappt sofort. Ich diene Jarl Balgruuf ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Danke. 100 Gold. Naja. Ich möchte das Haus in der Stadt kaufen. Nee, ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Was für ein Zufall. Dann her damit. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Besuche Briesenheim, dein neues Haus. Können wir ein Zuhause einrichten? Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Das soll ich jetzt nicht mehr. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Was soll ich mal her? 500, 300... nix. Ich möchte Genießt gehen. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Geh einfach. Wo ist eigentlich hier? Du. Naja. Dann schauen wir uns mal unser neues Haus an. Ach ja, schön sieht's aus. Er schreit immer noch rum. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch nicht gelingen. Mit eurer Hilfe, versteht sich. Mit unserer Hilfe, natürlich. Nein, kriegt ja nichts hin. So, ist ein Weg. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Hallo, Briesenheim. Wusstet ihr, dass es tatsächlich Früchte gibt, die im kalten Wetter besser wachsen? Und was willst du hier drin? Siehst du, dass du rauskommst? Schneller? Dein Glück. Ja, das ist unser neues Heim. Sehr spärlich eingerichtet. Oh. Und sehr dreckig. Aber hey, Lydia. Kannst du ja hier mal aufräumen. Fand's nicht gut, okay. So, dann können wir mal ein paar Sachen reinpacken. Die wir so behalten wollen. Hä? Ah, ja, so rum. Mordbogen, Eisen durch der Glut. Irgendwas Cooles, Kette Wasseratmung behalten wir auch. Na, zeig mal her. Okay, gut. Was sagt unser Gewicht? 149 immer noch. Na, wir haben hier noch ein paar Bögen rumliegen, okay. Voilà, runtergefallen.
Ja, schönes Eigenheim. Das werden wir natürlich noch weiter aufwerten. Aber das dauert halt noch ein bisschen, weil wir keine Kohle mehr haben. Ihr Tante, kauf. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn was habt ihr zu verkaufen? Waffen und Rüstungen. Ja, da muss man sich erstmal liebe sich jetzt hier gewöhnen. Die hat 1155, na dann. Nimm dies Ganze. Ah, hier können wir was wegpacken. Aber im Waffen war es das jetzt okay. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Nö, nö, da gibt's nichts. Okay, mal schnell nochmal an die Kiste. Und das ganze Sonstige wegräumen. Vor allem die Drachenknochen. So. So, wie haben wir jetzt? 59. Na dann, können wir mal ein bisschen erkunden gehen. Wollen wir mal questen? Schauen wir mal. Der Vermisste findet Hinweis über Torets Verbleib. Nee, da habe ich gerade keine Lust. Komm, besuche den Schrein von Azura. Und was da so auf dem Weg liegt, wird natürlich mitgenommen. Ich muss die Augen offen halten. Ja. Verdammten Drachen, mhm. Das habe ich erst zwei gesehen. Ich glaube nicht, dass er da was zu befürchten hat. Aber mal schauen. Er weiß bestimmt mehr als wir. So. Und dann müssen wir da lang, okay. Ja, dann ist leichter gesagt. Oh, vorspringen. Da. Man kann nicht beim Rennen springen, okay. Den Bogen bitte. Okay. Schuss, dann brauchen wir doch auch. Können wir den nicht nehmen. Der wird zu einfach. Ist ja gar keine Angst. Ach, komm zurück, meine Waffe hatte Angst. Okay. Dann würde ich gerne auf den Weg gehen, aber hier gibt es keinen Weg. Bams. Na, aber darf man einen töten können? Nee. Schade. Trotz zweifachen Schaden hat es nicht gereicht. Oh, da kommt schon die erste Ablenkung. Du das? Ich warte auf einen würdigen Tod. Mach du das mal. Das da wäre auch würdig gewesen. Wir hätten die wahrscheinlich nicht geschafft. Nee, was haben wir da? Da sehe ich eine Schatztruhe. Auch Feinde. Hat der Banditen? Ich weiß es nicht. Ich schieße einfach mal drauf. Nee, sind sie nicht.
vom Weißlauf. Ich würde sagen, ich schieße da einmal drauf, ja. Okay. Ich nehme alles mit, was ein Werteverhältnis von 10 hat. Außer drück aus Versehen E. Na, was ist hier los? Ah, oh, ist tot. Die nehmen wir mit. Okay, die Truhe da oben ist dann bestimmt auch Diebstahl. Ärger oder so? Nee, nee. Oh, doch nicht. Jawohl. Gold und ein Zaubertrank. Okay. Weiter geht's nach da. Über den Bauernhof da. Oh, und diesmal folgen wir auf der Straße ein bisschen. Jetzt, wo wir sie wiedergefunden haben, können wir das mal machen. Ach ja. Du lässt mich in Ruhe, okay. Na, was stehst du hier so rum? Bist du ein Kleiner? Du bist ja winzig. Doch, das gibt es doch nicht. Ich sitze hier fest. Hier. Meine Mutter. Meine arme Mutter. Regungslos. Ruhend. Doch zu unbeweglich. Probleme? Nimmt er nicht. Moment. Der arme Cicero steckt fest. Seht ihr es nicht? Ich habe meine liebe Mutter transportiert. Nun ja, nicht sie, ihre Leiche. Sie ist ziemlich tot. Ich bringe Mutter in ihr neues Zuhause, in eine neue Gruft. Aber... Ah! Das Wagenrad! Das verdammte Wagenrad! Es ist kaputt. Seht ihr es nicht? Kann ich irgendwie helfen? Oh, ja! Ja! Der freundliche Fremde kann sicherlich helfen. Geht zum Bauernhof von Loreus. Da drüben an der Straße. Redet mit Loreus. Er hat Werkzeuge. Er kann mir helfen, aber er tut es nicht. Er weigert sich. Überredet Loreus, mein Rad zu reparieren. Wenn ihr das schafft, wird der arme Cicero euch belohnen. Mit Münzen. Mit glänzenden, schimmernden Münzen. Das klingt doch gut. Machen wir. Ah, und hier ist deine Mutter drin. Mhm, na gut. Ah. Metalling gefangen. Okay. Loreus Hof entdeckt. Na, wo ist der Gute? Okay. Die sieht auch furchtbar aus. Okay, erzähl mal. Ach, um Maras Willen. Was gibt es denn jetzt? Der, kleine Mann braucht wirklich eure Hilfe mit seinem Wagen. Ihr meint diesen Cicero? Erzählt mir mal was Neues. Dieser Spinner hat mich sicher schon 5-mal gefragt. Meine Antwort hat ihm wohl nicht gefallen. Warum kann er uns nicht einfach in Frieden lassen? Wo liegt das Problem? Ich bin absolut sicher, dass euch bezahlen wird. Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Habt ihr den Mann gesehen? Er ist völlig verwirrt. Ein Hofner? Hier in Himmelsrand? Etwas derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Und er schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Er sagt, es sei ein Sarg. Und dass er seine Mutter begraben will. Wenn das seine Mutter ist, da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skoma. Mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Er ist ein Fremdling, der Unterstützung braucht. Tut bitte das Richtige. Was? Und wer in Maras Namen seid ihr überhaupt, hä?
Ihr kommt hierher und sagt mir, was ich zu tun habe? Und wozu? Um einem Verrückten zu helfen. Ihr wisst, dass ihr mir helfen solltet. Ja, ihr habt ja recht. Ob er nun verrückt ist, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls braucht er meine Hilfe. Und wenn ich ihm die verweigere, was sagt das dann über mich aus, hm? Genau. Also, danke. Und bitte verzeiht meine Unfreundlichkeit. Wenn ihr mit Cicero redet, sagt ihm bitte, dass ich ihn bald treffen werde. Das steht helfen. Egal, haben wir hinbekommen. Zählt uns auch irgendwas? Wenn ihr etwas braucht, sprecht mit meinem Mann, Vantus Loreus. Oder einfach Loreus, wenn es euch nicht stört. Na gut. Das war ja mal eine flotte Quest. Arme Mutter! Ihr neues Zuhause scheint so weit entfernt. Ich habe mit Loreus gesprochen. Er ist bereit, euren Wagenrad zu reparieren. Wirklich? Er hat zugestimmt? Oh, Fremder! Ihr habt Cicero so glücklich gemacht! So jubelnd und ekstatisch! Aber es kommt noch besser. Viel besser! Auch meine Mutter dankt euch. Hier, für eure Mühe, schimmerndes, klimperndes Gold. Ein paar Münzen für eine gute Tat. Danke, danke noch einmal. Okay, er ist wirklich verrückt. Wir sollten gehen. 52 Gold. Wir sollten ihm noch irgendwas erfüllen. Nicht schlecht. Okay. Dann mal weiter Richtung Questmarker. So, da hinten, da ist wieder so ein Riesenlager, ne? Den legen wir uns noch nicht an. Noch. Mhm. Mammuts. Na, die töte ich noch nicht. Ebenfalls noch. Und da beginnt es zu schneien. Huch, was bist du? Sterb, elende Bestie! Oh, Frostbestimme, Spinne. Oh, wir sterben. Moment. Los, ich nehme einen Heiltrank. Zaubertrank der Lösung der Gesundheit. Oh, das war's nicht. Da, kleine Heilung. Boah. Noch keinen Doppelzauber gelernt? Zerstörung. Da, ein doppelter Zerstörungszauber. Nee, haben wir noch nicht. Stimmt, wollte ich noch aufheben. So, dann schleichen wir mal ein bisschen. Passen wir mal ein bisschen mehr auf. Da waren schon wieder irgendwelche Pfoten, glaube ich. Oder auch nicht. Na, ganz schön beunruhigende Gegend hier. Wow. Erschreck mich doch nicht so, du Mistvieh. Stopp.
und so. Okay, was haben wir hier? Hallo? Oh. Ach, die kämpfen gegeneinander. Na, dann lass ich es erstmal. Wieso stehst du schon wieder? Weg mit dir. Zwei Klingen. Okay, ich glaube, hier sind wir eindeutig falsch. Die sind alle viel zu stark für uns. Hast du eine Pfahlwurzel? Du hast dein Gift. Was für eine Quest mache ich gerade? Besuche den Schrein von Asura. In die Höhle gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Wie weit ist es noch? Oh, da ganz hinten. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen näher. Das nächste Mal sollte ich mal irgendwie auf die Karte zu gucken. Aber naja. So sehen wir ein bisschen was von der Landschaft. Ein Bogen. Das Problem ist, hier sieht man auch kaum was. Gut, dass die beiden sind. Ich sollte das ausgewählt lassen erstmal. Und dass die beiden eben gegeneinander gekämpft haben, jetzt hatte ich ein bisschen Ruhe. Los, treff ihn. Hier komme ich nicht durch. Erstmal hier lang. Oh, was haben wir denn hier? Den hast du nicht hingebaut. Zum Nachttor. Schau doch da mal kurz rein. Ich kann mir irgendwas räubern. Es sieht aus wie jeder andere Schenker auch. Na gut. Die Betten und das Bier. Was wollt ihr? Fulltime, kommt ihr oft hierher? Seht ihr hier noch irgendwelche anderen Tavernen? Wo soll ich denn sonst zum Trinken hingehen? Berechtigte Gegenfrage. Aber sicher doch. Lauft einfach weg. Kann ich ihn bestehlen? 51%. Ist ja nicht so, als ob ich gerade was gesagt hätte. Nee, hast du nicht. Wollt ihr... Ah, hallo Reisender. Seid ihr wegen des Essens im Nachttor oder wollt ihr hier übernachten? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich habe von einem Burschen in Windhelm gehört. Aventus Aretino. Es heißt, er habe das Schwarze Sakrament durchgeführt, um Kontakt mit der dunklen Bruderschaft aufzunehmen. Verdammter Dummkopf. Mutig. Worauf erfahre ich mehr über Magie? Ich glaube, das wissen wir. Erzähl mal ein bisschen. Diese alte Hütte gibt es schon ewig. Wurde von meinem Urgroßvater gebaut. Erst hat er sie geführt, dann wurde sie von Generation zu Generation bis zu mir weitergereicht. Nein, nicht allzu viele. Ab und zu kommt ein Reisender vorbei. Meistens ist aber bloß der alte Fultheim da.
will wohl mit der Sauferei ein Leben voller böser Erinnerungen wegspülen. Ja. Und dann ist da natürlich noch der Ork. Ein Dauergast. Der zahlt so viel, dass ich es mir leisten könnte, die Bude dicht zu machen. Er heißt Malablob oder Malaklop. Irgend so ein komischer Ortname. Aber der kann sich richtig gut ausdrücken. Ist gar kein Wilder. Er sagt, er wäre ein Schriftsteller. Keine Ahnung, was das für eine Arbeit ist, aber er muss ganz gut damit verdienen. Er hat die nächsten paar Monate im Voraus bezahlt. Oh, wie praktisch. Er lungert meistens bloß herum, geht runter zum See und manchmal probiert er den Wein, der im Keller lagert. Aber der Kerl kann meinetwegen machen, was er will. Na dann, den schauen wir uns doch mal an. Wenn ihr irgendetwas braucht, dann ruft mich einfach. Oh. Was ist denn da passiert? Und ich glaube, da hat sich Skyrim gerade verabschiedet. Ich mach mal kurz einen Cut und dann sehen wir gleich weiter. Bis gleich.